So, hallo. Heute möchte ich mal mit ein paar Füllfederhaltern schreiben. Und ich schreibe mir meistens auf, welche ich benutze. Einmal im Monat oder zweimal im Monat, weil ich die regelmäßig wechsle. Und ich dachte mir, ich schreibe heute mal diese Liste wieder auf. Und ja, nehme das mit auf. Und als erstes habe ich hier den Lamy Alster. Das ist eine feine Feder, obwohl der mehr Richtung Mittel ist. Aber ich mag den. Den schreibe ich schon seit fast einem Jahr. Habe ich den ständig unter Tinte. Und zwar mit verschiedenen Violett-Tönen, also auch mit Lamy Dark Lilac und Pelikan, eben verschiedene. Dann der zweite, das ist ein Jinhao 950 und schreiben wir mal etwas anders. Genau. 950. Ich würde das auch als fein, als Medium oder fein einstufen, aber das ist eben je nachdem. Daher mein. Und zwar ist das da ja mein Syrah. Kommt ein bisschen dunkler, weil die manchmal ein bisschen eintrocknet. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden mit dem Füllfederhalter. Der schreibt gut und feucht und hat auch ein angenehmes Handling. Ebenso wie der. Das ist mein Nummer 3. Also ich habe ziemlich viele Füllfederhalter, die ich so mit Tinte gefüllt habe. Und das ist ein Duke 116, auch M. Den habe ich aus Versehen doppelt gekauft, weil von dem habe ich noch eine blaue Version. So und so habe ich auch gleich immer halbwegs die Tinten mit dabei und ja, wechsle die regelmäßig durch. Natürlich muss ich dann oben das Datum hinschreiben. Das ist ein Nudlos Ehab, aber mit einer, zwar mit einer Flexfeder, aber einer ohne Tipping Point. Deshalb ist der ein bisschen, vielleicht schreibt er da deswegen ein bisschen anders. Jetzt muss ich überlegen. So. Gut. Yes, und ich glaube, das müsste so ein S sein. Ein Endungs-S. Und für Flex mache ich meistens ein X. Und die Tinte, oh, jetzt habe ich mir natürlich selber einen gemacht, ist. Und ja, naja, so halbwegs. Ja, Rohre und Klingen. Und Cassia. Schreibt schön feucht hier und das liegt auch mit eindeutig an der Tinte. So, die fünfte ist, das seht ihr, das ist ein Edison
Polier. Ihr seht, ich bin etwas schneller im normalen Schreiben als mit dieser Eigenschrift, aber da bin ich noch dran am Üben. Und die Tinte ist hier ein Phantom Oak, so rum. Eigentlich ein sehr schöner Stift und sehr schön farbig, gefällt mir sehr gut. Die Feder habe ich ein ganz klein wenig nachgeschliffen, weil die Startschwierigkeiten hatte. Muss ich mal so sagen. Aber deshalb jetzt problemlos, aber ansonsten hatte die hier bei den Anfängen immer so ein bisschen ausgesetzt. Das ist ein Füllfederhalter, den ich selber gebaut habe. Ja, und er hat eine Feder von FP Nips, eine schwarze, auch 1,1. Die gibt es da fertig, ganz normal Patronen. Und dann habe ich noch so einen davon, der ist allerdings gerade nie in Tinte, also Kupfer, also massiv und sehr schwer, liegt aber gut in der Hand und den muss ich noch probieren und der schreibt sich eigentlich ziemlich gut. Und dadurch, dass die Einsätze ja geschraubt sind, das sind die Edison-Einsätze, also von Yovo. Und deshalb geht das eigentlich super. Kann man die auch austauschen, kann ich auch mit den Edison austauschen. Und ja, also das ist ein Eigenbau. Hier muss ich ein bisschen leise sein, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss beim Schreiben. Das ist schon der zweite, das andere ist der dritte. Eine Feder von FP Nips ist das. Also, naja, machen wir es mal so. FP und die Tinte, ob man es glaubt oder nicht, ist Parker. Quink und zwar in Blau natürlich, obwohl das sehr dunkel hier ist, aber das ist Parker Quink. INK und Blau. Kommt durch die breite Feder ist es schwer, eben die Details rauszuholen. Dann habe ich noch den hier, ein Pilot Prera. Schön durchsichtig. Und mit auch einer CM-Feder ist das hier in dem Fall. Clio. CM, also auch sowas wie eine Stubfeder 1,1, aber ohne Tippingmaterial und nicht rund geschliffen. Und die ist für meinen Geschmack etwas besser als die aus dem Plamix, die M. Und die Tinte ist, was war denn das? Das ist Nutlos. Ne, Diamant, Apache Sunset. Ne. Ah, das ist Diamant. Ancient. Jetzt musste ich erstmal kurz überlegen, welche Tinte hier überhaupt drin ist. Und ja. Und hier kommt noch ein das natürlich
habe ich noch einen. Das ist ein B-A-U-E-R, Bauer oder so, chinesisch, irgend sowas. Und vielleicht sieht man das hier in der Ecke, nicht so richtig. Den habe ich geklebt, weil sonst trocknet der ganz schnell ein. Und hier drin ist auch eine Tinte, von der ich eigentlich sehr enttäuscht bin. Und zwar ist das als Tinte Monteverde Burgundi. Und davon hatte ich mir eigentlich mehr versprochen. Aber erstmal den Füller. AOE. Ja, so. Die Nummer weiß ich nicht. Ist klar, das ist M, nur sehr, sehr, sehr feucht. Und die Tinte ist Monteverde. Werde Burgundi. So. Oder wird vielleicht noch ein bisschen anders ausgesprochen, aber naja, jedenfalls so. Und dasselbe ist auch mit diesen Monteverde gewesen. Den hier sieht man auch, habe ich auch geklebt, weil hier war eine richtige Lücke und damit hätte ich mit dem Stift auch nie ordentlich schreiben können. Der wäre ja sofort eingetrocknet. Habe ich zugemacht und seitdem ist das super. Das ist der 9. Das ist ein Monteverde Mountains World K2. Der schreibt deshalb hier nicht mehr ganz so, weil ziemlich leer. Hier sind nur noch ein paar Resttropfen drin. Deshalb. Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber wie gesagt, wenn ich den nicht selber geklebt hätte, wäre das eine Katastrophe gewesen und eigentlich unbenutzbar. So ist das eigentlich ein schöner Stift und schreibt gut. Bin ich mit der Feder zufrieden, ohne nachzuarbeiten. Und die Tinte ist da ja mein Sapphire. So, und ich muss noch das Datum natürlich oben hinschreiben, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Und heute ist, und hier ist die Tinte noch nicht ganz trocken, das sieht man vielleicht beim Spiegeln. Deshalb muss ich mal was dazwischen legen, damit ich das nicht alles total verwische. Und heute ist der, ich glaube der 25., ne 26. ist es schon. Und Donnerstag. So, hier bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das könnte das richtige S sein. Wer das besser weiß und mir sagen kann, ob hier ein Verbindungs-S hinkommt, also dieses andere, der könnte mich da mal bitte korrigieren. Aber ansonsten denke ich mal, ist das so okay. So, hier nochmal die ganzen der Reihenfolge noch. Damit ihr auch nochmal die Größen vielleicht seht im direkten Vergleich. Und ja.
Und ich denke mal, ich werde dann, wenn sich hier was ändert an diesen Füllfederhaltern, also ab und zu mal einen neuen, mache ich ein neues Video und die passen gar nicht drauf so richtig. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und für Tipps oder Hinweise. Darüber freue ich mich und Kommentare. Tschüss.